Servus Leute, hier ist mal wieder euer Gigsapad am Start. Und wie ihr seht, fahren wir gerade in unsere Kreishauptstadt Gotha. Die Straßen sind feucht, obwohl der Himmel da oben gerade blau ist. Ja, was soll man sagen? Der Mai ist nun schon fortgeschritten. Wenn das Video kommt, wird es schon Juni sein. Und es herrscht immer noch Aprilwetter. 13, 14 Grad heute. Wirklich ziemlich frisch, windig und immer mal Schauersonne. Ergiebiger Regen. Und so geht das schon wochenlang. Es macht einfach keinen Spaß mehr. So langsam könnte das Wetter ruhig mal ein bisschen stabiler und besser werden. Aber man kann es sich ja leider nicht aussuchen. Und wir müssen es so nehmen, wie es kommt. So, und dann gucken wir uns heute mal ein bisschen Gotha an. Ich habe ja schon mal ein Video durch Gotha gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ausgiebig das war, was ich euch alles gezeigt habe und was nicht. Ich weiß auch nicht, ob hier wieder irgendwelche Umleitungen sind, irgendwelche Straßen gesperrt sind. Wir stürzen uns einfach mal ins Getümmel, beziehungsweise heute ist Sonntag. Und ich hoffe mal, dass nicht ganz so viel los ist. Sieht ja eigentlich jetzt schon relativ leer aus. Ja, dann denke ich mal, dass das alles vertretbar ist vom Verkehr her. Ich muss auch mal überlegen, wo ich jetzt überhaupt rumkutsche. Ich könnte jetzt eigentlich auch hier schon nach rechts abbiegen. Da kommen wir schon mal zum Naturkundemuseum. Oder ich weiß gar nicht, ob das Naturkunde ist oder ob das einfach nur ein Stadtmuseum ist. Wo ist der Wurf? Das sucht Stress. Ja, hier, das waren so die Anfänge. Mit der Schopper. Damals immer zur Schule gefahren, jeden Früh. Da bin ich immer hier lang. Also jetzt hier runter. Hier nicht lang. Das waren immer noch Zeiten, da hatte man noch kein Auto. Und da hat man sich bei Wind und Wetter früh aufs Moped gesetzt und ist erstmal die 15 Kilometer bis nach Gotha getuckelt. Ja, im Winter war das echt unangenehm. Gerade so bei minus 5, minus 7 Grad frühs gibt es Schöneres. Aber was will man machen? Ja, ein kleiner Teich hier. Hier Stadtpark. Wo wollen die Bikers hin? Zum Schloss Friedenstein, was sich da oben auf dem Hügel befindet. Ich möchte jetzt hier zu diesem Bauwerk. Um genau zu sein, eigentlich hier hin zu den Löwen. Wir halten einfach mal hier an. Wollte uns schon keiner wegjagen. So schnell. Wollte nämlich mal ein Foto unter den Löwen machen. Hatte ich schon länger mal vor. Aber mir ist das immer ein bisschen komisch hier anzuhalten, weil ich nicht weiß, wie das hier mit dem Parken so ist. Ob man hier einfach anhalten darf. Sicherlich nicht. So. Da hätten wir das auch erledigt auf unserer Checkliste. Ja, wie ihr seht, vor uns das Schloss Friedenstein in Gotha. Das Wahrzeichen der Stadt. Schon von Weitem zu sehen. Ist ein Riesending. Auch mit Riesenhof. Oh, ist halt schlecht, irgendwo davor ein Foto zu machen. Weil das wirklich so riesig ist, das kriegt man gar nicht komplett drauf. Und ich weiß auch nicht, ob man da einen guten Fotospot für hat. Hier auch hübsche Bauwerke. Sieht aber schon neuer aus. Ja, Gotha, ja, eine Resistenzstadt. Residenzstadt, Entschuldigung. Ja, ein bisschen besser könnte es natürlich noch gepflegt sein. Aber ich sag mal, so hässlich ist es jetzt nicht. Hier die Schule. Eine von vielen. Ich glaube sogar Grundschule, keine Ahnung. Ja, und hier in diesen Ghettos. Diesen Blöcken hat Klein Korti mal gewohnt zu unserer Schulzeit. Also auch mit seiner CBR 125 immer
gefahren gekommen. Jetzt haben sie es mittlerweile schön angestrichen hier, schön bunt. Gucken wir uns das gleich nochmal von der Seite an. Naja, lang ist es her. Damals vor 16 Jahren. Hier nochmal schön bunt. Alles jetzt mittlerweile gemacht. Ein bisschen freundlicher. Damals war das noch nicht so. Das ist hier so die größte Kreuzung in Gotha. Europa-Kreuzung genannt. Wo das herkommt, kann ich euch nicht sagen. Ja. Und dann geht's Richtung Gotha Siebleben. Ich weiß gar nicht, wo da hier die Grenzen so richtig sind. Schon die etwas bessere Wohngegend, sag ich mal. Ja, ich bin ja nicht so gern der Stadtfahrer, muss ich euch sagen. Deswegen hüte ich mich auch immer vor Erfurt. Das mag ich überhaupt nicht. Aber ich kann euch ja schon mal ein bisschen was verraten, dass wir demnächst mal nach Erfurt fahren werden. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt. Und ja, da werden wir auf jeden Fall mal was anderes fahren als Gixxer oder Intruder. Ich weiß zwar noch nicht was, was sie uns schenken werden oder hinstellen werden. Geschenkt ist es ja nicht. Aber dann kommen wir auf jeden Fall mal in den Genuss, was anderes zu fahren, was anderes bewegen zu dürfen. Ihr seid natürlich wieder mit dabei. Ich hoffe nur, dass es keine Tourer ist. Ich weiß, ich schimpfe mal auf die Tourer. Vielleicht sind die gar nicht so schlecht und lassen sich richtig geil fahren. Aber ich denke, ich bin dafür einfach zu klein. Mit meinen 1,75. Ich habe relativ kurze Beine. Und die Tourer sind ja relativ hoch. Naja, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Weil leicht ist ja auch was anderes. Naja. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was es dann wird, letztendlich. Okay, das richtige Fahrzeug für die Stadt. So, jetzt fahren wir gleich am fliegenden Trabi vorbei. Wenn man nicht schon weggeflogen ist bei dem Sturm hier. Hier ist er. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich habe ihn fast gar nicht erkannt. Ich dachte, der ist hier vorne irgendwo, aber der war schon hinten. Ja, endlose Landstraße. Was ist das denn? Simmegang. Endlose Landstraßen hier. Lang gezogen. Bisschen USA-Feeling. Ja. Die Rocky Mountains da hinten. Ja, eine gute 120, sag ich mal. Ist doch vollkommen ausreichend. So schlimm abschüssig ist es jetzt ja auch nicht. Also relativ gerade. Und dann rammeln wir hier in den Ort rein. Ja, muss sagen, läuft ganz gut. Zündkerzen haben sich auf jeden Fall gelohnt. Als ich die Runde mit Corti gefahren bin, waren nämlich noch die alten drin, also mit der Mondial 125, und da ging irgendwie gar nichts. Also da war ich erstaunt, wie schlecht die noch läuft, die kleine Shopper hier. Das gibt's doch gar nicht, dass die so schlecht geht im Gegensatz zur Mondi. Aber jetzt geht es wieder deutlich besser. Also so ein paar Zündkerzen können schon die Welt verändern. Ein Pferd? Hilfe! Was macht das denn da? Das gehört hier nicht hin. Hier sind noch mehr. Oh, jetzt kommen sie alle angerannt. Oh. Und hier wäre jetzt der Parkplatz. Hier dahinter liegt der See. Aber ich sehe schon, das ist alles voll wie Sau. Naja, werde ich wahrscheinlich nur drehen. Und dann wieder die Flocke machen. Tada, ich weiß nicht, ob man es auch nicht sieht hier. Ja, muss reichen. Als Ausflug. Ist mir eindeutig zu voll hier.
wo sie nicht überall herkommen hier. Erfurt, Unstrut, Heinig, Schmalkalden. Als wäre das der einzige See hier. Nun gut. Nehmen wir vielleicht irgendwann anders nochmal einen Angriff, wenn das hier nicht so voll ist. Sonntag war vielleicht doch nicht der richtige Tag für sowas. Ich habe ja lieber meine Ruhe. Gerade wenn ich versuche, irgendwie ein Foto zu machen oder so. Und hier ist wohl Fütterungszeit oder so, keine Ahnung. So, und hier auf der rechten Seite der für mich beste Döner im Landkreis. Hier, in dem kleinen Ding. Schmeckt hervorragend. Da macht man auch gerne mal einen Umweg hier hinten lang, wenn man in der Nähe ist, um sich da so einen schönen Döner zu gönnen. Kleine Werbung am Rande. Unbezahlt natürlich. Naja, Leute, auf jeden Fall würde ich mal sagen, es reicht für heute. Das Video ist schon lang genug. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich euch mit auf die Runde nehme. Wünscht mir Glück, dass ich trocken nach Hause komme. Und dann bin ich an der Stelle raus. Tschüss.